Das Ende eines harten innerparteilichen Wahlkampfs. Doris von Sayn-Wittgenstein, kurz DSW, will noch einmal AfD-Vorsitzende werden. Auf der anderen Seite ihr Herausforderer Christian Waldheim. Ihn unterstützt unter anderem die Landtagsfraktion. Heute ist schon eine grundlegende Entscheidung der AfD Schleswig-Holstein, nicht nur personell und organisatorisch, sondern inhaltlich und politisch. Und insofern sehe ich dem Tag mit großer Spannung entgegen. Wissen Sie, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich für die Dinge, die ich mache, nicht rechtfertigen muss. Ich habe keine unanständigen Kinderbilder auf dem Rechner und ich habe nichts Strafbares getan. Und ich sehe gar keinen Grund, warum ich nicht antreten sollte. Andere in der Partei sehen mehr als genug Gründe dafür. Gegen Doris von Sayn-Wittgenstein läuft seit Monaten ein Parteiausschlussverfahren. Nach Berichten über ihre Kontakte zum Verein Gedächtnisstätte in Thüringen, den der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Hochrangige Parteimitglieder kritisieren sie auch öffentlich dafür. Im Dezember 2018 wurde ich vom Bundesvorstand zum Abschuss freigegeben. Skrupellose Mitglieder versorgten sogar die linksextremistische Antifa mit internen Informationen. Sogar in unserer Partei sind schon jene Kräfte am Werk, die am Tod unserer Nation mitwirken. Dies gilt es zu erkennen. Die AfD-Fraktion im Landtag hatte sie schon vor längerem aus den eigenen Reihen ausgeschlossen und zuletzt vor allem ihren Gegenkandidaten um den Vorsitz unterstützt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Politik muss Zukunft gestalten. Der stetige Blick zurück in die Vergangenheit löst keine Probleme. Senden wir stattdessen von diesem Parteitag ein Signal des Aufbruchs und des Fortschritts aus und richten wir den Blick nach vorn. Und dann entscheiden die Mitglieder. Herr Waldheim 100 Stimmen und Frau von Sayn-Wittgenstein 137 Stimmen und hat damit das Quorum erreicht. 56%. Sie wird damit zum zweiten Mal Landeschefin der AfD. Ich habe ehrlich gesagt nicht so sehr damit gerechnet. Für mich war das eigentlich offen, weil ich einen sehr starken Gegenkandidaten hatte. Aber ich glaube, die Basis wollte auf Bewährtes setzen und keine Experimente eingehen. Es war schon eine Richtungsentscheidung, glaube ich. Man hat es gespürt. Der Landesverband ist irgendwo tief gespalten. Das ist heute klar geworden. Ich halte es vor dem Hintergrund, dass natürlich das Parteiausschlussverfahren immer noch anhängig ist vor dem Bundesschiedsgericht, für ein schlechtes Signal in die Partei, aber auch nach außen hin. Wir hätten heute die Chance gehabt, hier einen personellen Neuanfang zu wagen. Die Chance haben wir leider vertan. Doris von Sayn-Wittgenstein will künftig mehr Mitglieder, so wörtlich, auf Linie bekommen.